dieser Luma denkt sich bestimmt auch schon so, okay. Aber ich könnte mir vorstellen, in diesem Bett kann man bestimmt schnell einschlafen. Naja, wie dem auch sei. Wir sind wieder hier bei Super Mario Galaxy. Und, nein, den werde ich mit Sicherheit nicht machen, diesen Risikokometen. Das hebe ich mir lieber auf. Stattdessen gehen wir in eine richtig geile Galaxie. Die Eisvulkan-Galaxie. Und die finde ich richtig geil. Also die, das ist echt einer meiner Highlights. Also wahrscheinlich auch von jedem wahrscheinlich diese Galaxie. Die ist richtig geil. Schlüpfriger Eisberg. Schlüpfrig. Ja, okay. Ja, eine Mischung aus Feuer und Eis, die uns hier erwarten wird. Aber erstmal geht es wahrscheinlich in den Eisteil rein. Und es geht auch gegen einen Boss, den man wahrscheinlich schon gesehen hat. Aber gut, jetzt ist erstmal natürlich der Eisteil dran. Und ich glaube, der Anfang ist sehr nervig, wenn ich mich richtig entsinne, weil wir gleich einen Pinguin jagen dürfen. Genau, und da habe ich keinen Bock zu, aber gut. Hey Opa, übst du auch Eisrutschen? Dann lass uns gegeneinander antreten. Kannst du mich fangen? Ja, das war richtig nervig, der Anfang. Ich kann ihn doch einfach auf den Weg abschneiden. Ich krieg dich schon noch. Hab ich, sag ich doch. Du hast's drauf, Opa. Wenn es jemand schaffen kann, dann du. Ja, wie du meinst. Die kann man gar nicht kaputt machen. Na gut, ist da unten noch was? Ne. Okay, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Oh, ich glaube, da gab's doch auch so irgendwo so ein Secret Star, ne? Oh, wo war der nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ich meine, hier war irgendwo ein Secret Star. Oh, und ich erinnere mich auch noch hier die lila Münzen, die man ja am Ende einsammeln darf. Das wird eine schwere Geburt hier. Eine Sache, die ich immer gehasst habe. Im Wasser hier, das Wasser hier ist bitterkalt. Wenn du hineinfällst, steckst du echt in Schwierigkeiten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir echt vorstellen. Warum springe ich da eigentlich hin zu dem, wenn ich doch eh meinen Zeiger habe? Genau, stimmt, da oben. Genau, da ist, glaube ich, das Secret Star, glaube ich. Ist immer irgendwie so diese versteckten Dinger da. Aber ich denke mal, da müsste ich doch mit dieser Eisblume da hinkommen. Oh, geht er schnell hoch. Boah. Ja, da geh halt wieder ins Wasser, wie du mal ins Eiswasser, wie du willst. Naja, damit haben wir die Eisblume. Ich gucke mich jetzt erstmal hier hinten um. Ach so, das ist nur so ein 6-Leben-Pilz. Naja, gut, aber den möchte ich schon ganz gerne haben. Deshalb hole ich mir den auch. Ich finde die Musik einfach so cool, immer wenn man so ein Power-Up hier einsammelt. So. Was war das? Ich möchte schon den Lebenpilz haben. Ich möchte ihn so haben. Und warum singe ich schon wieder? Ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich, weil die Musik so cool ist. Ach, der ist jetzt mir egal, dieser andere Lebenpilz, das One-Up, das ist mir jetzt egal. So, aber jetzt gehen wir zum lustigen Teil über hier, würde ich mal sagen. Weil das hier ist richtig nervig, dieses Level. Weil man jetzt immer gut springen muss. Wow. Genau so. Da oben war was. Genau, da war doch was. Stimmt. Stimmt, das war nicht ohne Grund. Boah, zum Glück, dass das gepasst hat. Ich glaube, hier war einer. Und wie ist der Zufall? Wir kriegen jetzt ein neues Power-Up, was wir noch nicht gesehen haben. Die Feuerblume. Aber ich denke mal, das sollte jeder kennen, das Power-Up. Und das brauchen wir, damit wir hier diese Schneemänner hier kaputt machen können. Oh, voll die andere da noch getroffen. Die Fledermaus.
Ja, und nach Mario Party weiß ich jetzt auch, wie die Dinger heißen. Nur, ich hätte das nicht so gerne gewusst, wie die heißen. Und hau ab, du blöde, aber ich, du blöde Flederbaus, aber ich weiß, dass ich nochmal die Feuerblume brauche. Na, ich muss jetzt aufpassen hier. Einmal runtergeflogen und das ist böse. Dann eben nicht, blöde Fledermaus. Okay. Nächste Feuerblume. Was war das denn? Boah. Das war knapp. So, wahrscheinlich werde ich mir gleich einen neuen holen, aber ich gehe jetzt erstmal weiter ohne das Ding. Boah. Vorsichtig hier, vorsichtig hier, vorsichtig. Diese Plattformen sind sehr gefährlich, genauso wie alles andere hier gefährlich ist. Oh, zum Glück gibt es da eine neue. Wunderbar. Eine neue. Und du kommst mal daher, du kleine Fledermaus. Dir baller ich jetzt mal richtig eine rein hier. Danke. Ich hoffe, die brauche ich nicht, aber die brauche ich auf jeden Fall, die Blume. Auf jeden Fall brauche ich da die Blume. So. Und ich sehe gerade, ich höre gerade etwas, was mir nicht gefällt. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so. Na, egal. Werde ich gleich mal gucken, was das war. Was das war. Ja, ja, genau. Ist klar. Ja, natürlich. Ja, ist klar, ne? Gerade eben wurde ich dann nicht runtergeschubst. Meine Güte, ist das hier ein Krampf. Ich glaube, ich das gar nicht mache, was ich machen soll hier, weil ich hier genau den Secret Star mir hole. Aber gut. So, ich warte jetzt erstmal wieder, bis ich mir eine neue Blume holen kann. Und dann werden wir das jetzt hoffentlich mal schaffen hier. Kann ja nicht angehen. So. Ich werde auch gelacht, wenn wir das jetzt einmal schaffen. Dankeschön. Ich wüsste jetzt nicht, was daran so schwer war, aber das ist, Alter, ist das gelitten hier. Oh, ab, du Fledermaus, hau einfach ab, lass mich einfach in Ruhe. Hau ab, du Fledermaus. Okay, ja genau, hau dich einfach an die Wand rein, das finde ich gut. Gib mir den Stern, da gib mir den Scheißstern. Alter, war das echt, ey. Boah, 9 Minuten sind wir in dieser Welt schon und das hat richtig reingehauen hier. Aber gut, dafür haben wir den Secret Star schon. Und ich denke mal, der andere wird einfacher. Alter Schwede, hurra, erobere den Eisberg. Puh, das hat reingehauen. Das hat richtig reingehauen hier. Das muss man mal so sagen. Aber gut, weiter im Text. Ich mache nicht das, was ich machen soll. Gut, weiter im Text. Genau, schlüpfriger Eisberg. Das hier wollen wir jetzt machen hier. Und das werden wir jetzt auch noch auf jeden Fall machen. Ich hoffe, wir schaffen noch 2. Aber gut, jetzt darf ich erstmal wieder diesen Pinguin da jagen. Ja, quatsch nicht so viel rum.
Ja, nicht so viel rumquatschen, lass dich fangen einfach und dann ist gut. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Wo ist er denn jetzt hin? Da auf der anderen Seite. So. Ist doch gar nicht so schwer hier. Wenn er auf der Oberseite ist, aber auf der unten ist es ein bisschen nerviger. Gut, so, jetzt aber hier werden wir jetzt erstmal machen, was ich machen soll. Genau, hier werden wir jetzt mal das hier machen, was man machen soll. Aber den 6-Leben-Pilz, den hole ich mir trotzdem. Den hole ich mir hier trotzdem. Den hole ich mir hier trotzdem, den 6-Leben-Pilz. Die Musik ist auch hier richtig schön. Finde ich. Oh, die kriegt man echt sau schlecht. Naja, egal. Egal, wir wollen die Feuerblume haben. Und damit wir wieder diese schöne Musik hören. Oder was heißt schön, diese geile Musik. So, und den möchte ich natürlich auch wieder haben. Und jetzt hoffe ich mal, dass das auch so gut klappt wie, ja, würde ich sagen, das hat gut geklappt. Bis hierhin. Ich hab doch geschüttelt. Drecksviech. Ich weiß nicht, warum ich mir die ganzen Teile hole, aber gut. Okay, nächste. Nächste Eisblume. Ist typisch, ne? Dass ich genau, wenn ich springe, dass er dann sich wieder einfährt. Ist ja typisch, ne? Ja, es bringt mir ja nichts. Ah, das ist so typisch. Das ist mal wieder so typisch. So typisch, so typisch, typisch, typisch. Ich hätte das ja eigentlich geschafft. Endlich hätte ich das geschafft. Und warum mache ich schon wieder so einen Blödsinn? Ich weiß es einfach nicht. Ah, es ist schon wieder geil hier, wie perfekt das hier wieder läuft. Hau dir einfach nicht die Wand und dann ist gut. So, und damit gehen wir gegen den Eisboss. Ja, nur wie besiegen wir den? Ach, eigentlich ganz einfach. Eigentlich hier auf die andere Seite rüber. Und was sehen wir hier? Eine Eisblume. Was denn sonst eigentlich? Mit der her können wir hier durch. Und einen Wandsprung machen. Und dann ihm hier eine reinhauen, wenn er gleich runter... Behält. So, genau so. Nein, du gehst da nicht runter. Sehr schön. Ich hab dich durchschaut, mein Freund.
Ja, der ist... Ja, komm. Der ist eigentlich ein Witz. Ja, es sei denn natürlich dann... wenn er natürlich mehrere natürlich holen muss, dann ist es natürlich klar. Och, komm schon. Geh doch einfach da hoch, Mario. Was ist denn daran so schwer? So unnötig. Eigentlich hätte ich ihn schon längst besiegen können. Aber natürlich. Ich bin das schon wieder so lustig, ey. Ein eisiges Verhältnis hier, merkt man. Och, Mario, Mensch. So, und schön. Dankeschön. Ich schüttle, aber es ist egal. Nö, muss ja nicht getroffen werden. Nö, ist klar, muss ja nicht getroffen werden. Nein. Ah, das war wieder so geil. Ich schüttle mir hier echt irgendwas und dann macht er das gar nicht, ey. Ich glaube mal, aber es ist schon wieder so lustig, was ich hier sage. Aber gut, ich sehe, wir haben zum Glück noch Zeit für einen Stern und dann machen wir den auch noch. Haben wir immerhin 3 geschafft. Ist immer schön, wenn man zumindest ein bisschen was schafft. Bin ich ja eigentlich schon einmal gestorben hier in dem Part? Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ich einmal gestorben bin. Ah ja, doch. Einmal dieses Unnötige beim Secret Star, aber sonst... Sonst bin ich nicht einmal gestorben. Und das muss man doch auch mal sagen. Das war doch gar nicht so schlecht. Oh, aber jetzt kommt, glaube ich, der Vulkan, ne? Lavaweg im Land des Eises. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt schwieriger werden. Aber gut. Wir werden das schon irgendwie schaukeln, aber wird jetzt der komplette Kontrast werden, als das, was wir vorhin gesehen haben in diesem Part. Nachdem wir jetzt, noch so ein bisschen Eis sehen. Moment, man muss jetzt hier nicht diese... Ach so, okay. Hab schon gesehen, was ich hier machen muss. Die Sternenteile einsammeln. Ich möchte aber auch die Münze da haben. Uiuiuiui. So viele Sternsplitter. Was war das jetzt? Na, egal. Einfach auf das konzentrieren, was man hier machen soll, würde ich mal sagen, nicht wahr? So, und dann noch die letzten beiden. Da ist noch einer. Und da sehe ich auch schon den anderen. Wunderbar. Ist doch gar nicht so schwer. Oh. Naja, geht. Okay. Und damit geht's jetzt in das Land des Feuers und der Lava. Ich finde es auch geil, wie sich die Musik hier so ein bisschen verändert. Dass man wirklich die Hitze hier spürt. Oh, aber die sind böse, diese Dinger da. Ja, komm. Das ist mir jetzt auch egal. Das ist mir so egal. Okay, hier haben wir soweit nichts. Da komme ich noch nicht rein. Das haben wir hier. Eine Münze. Brauche ich nicht so wirklich. Viele von den Kisten hier. Okay, und da sehe ich einen 6-Leben-Pilz. Den nehme ich mir natürlich mal mit, wenn der mir schon so quasi auf dem Silbertablett serviert wird. Und schon, dass ich mich direkt treffe. Ist das nicht geil? Ist das nicht saugeil? Bitte Kamera mal drehen, dass ich mal was sehe hier. So, ach so, da war ich doch gerade. Da kam ich doch her. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Da muss ich also dahin. An dieser Stange. Das Mario war wieder zum Pole Dancer werden. Ja, ich weiß, der war schlecht. Ich weiß, der war schlecht. Okay. Dann wären wir hier. Und ich glaube mal, dass wir hier jetzt eigentlich das sehen sollten, was wir eigentlich... eigentlich sollten wir das jetzt erst hier zum ersten Mal sehen, die Feuerblume. Aber ich bin im Spiel ja ein bisschen zuvor gekommen. Weil ich das halt eben kann, ne? Okay, Feuerblume. Und ich denke mal, mit denen
sollten die Dinger doch gar kein Problem sein mit der Feuerwehr, wenn wir den einfach mal ein bisschen hier Feuer unterm Hintern machen. So, und wenn die Fackel an ist, dann geht das Tor auf. Einfache Zelda-Weisheit. Ich glaube sowieso, dass sie hier in diesem, dass sie hier viel mit diesen Fackeln spielen. Wo man ja leicht sagen könnte, dass sie das von Zelda geklaut haben. Aber gut, was heißt hier klauen? Einfach die Ideen, von der anderen Marke genommen. So kann man das so sagen. Und was war das jetzt? Ich bin nicht in das Feuer reingegangen, eigentlich nicht. Naja, gut. Okay, ich würde mal sagen, da springen wir einfach mal auf die andere Seite. Okay, und das sieht ja sehr lustig aus hier. Ganz schön heiß. Heiße Angelegenheit hier. Na komm, brauch ich nicht. Brauche ich hier nicht, ey. Aber die brauche ich da schon eher. Schön, wenn man diesen ganzen Dingern da eine reinballern kann. Oh, da kommen die jetzt ja alle raus. Werden anscheinend quasi nachgeladen. Aber da kann man sich hier auch anscheinend richtig viel von den Dingern da farmen. Oh. Ja, das wird lustig werden hier. Weil ich jetzt da die Fackeln da anzünden darf. Aber gut, das habe ich ja auch schon die ganze Zeit gerade gemacht. Ja, muss ja nicht deine Fackel zünden, Mario. Ne, musst du nicht. Musst du nicht, das wird überschätzt. Wirst du auch mal treffen, wenn ich es dir sage. Danke. Dankeschön. War ja gar nicht so schwer. Okay. Bisschen Wandsprung. Eigentlich wollte ich schon gerne eine der Münzen haben, aber gut. Danke. Okay, was erwartet mich hier jetzt? Die Kamera meint mal wieder überhaupt nicht drehen zu müssen. Das finde ich sehr nett von ihr, von der netten Kamera. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Nicht rutschen. Oh, rutscht der da einfach erstmal, ey. Boah, ist auch noch jetzt auch wieder mit Feuer. Diese Dinger jetzt in Feuer. Ich weiß, das hat es überhaupt nicht gebracht, was ich hier sage, aber gut. Diese Dinger in Feuer. Tolles Deutsch. Aber gut. Und das ist jetzt auch nervig. Man kann ich vielleicht die Fackel schon von hier treffen. Wenn ich gute Ziele. Ja, es geht sogar. Geile Sache. Geile Sache. So, mach ich erstmal das Ding kaputt. Dann habe ich hier erstmal freie Bahn. Und dann hole ich mir einfach nochmal die Blume. Genau. Das sollte doch jetzt noch machbar sein, das letzte Rätsel. Das letzte Rätsel, das sollten wir doch schaffen hier. Das sollten wir doch schaffen. Das sollten wir doch schaffen. Oder auch nicht. Ja, komm, ich hole mir eh eine neue. Ich glaube, man hat da echt nur immer einen Versuch und der muss sitzen. Wenn der eine Versuch dann nicht sitzt, dann hat man eigentlich schon verschissen. Oh, genau verhauen. Es wird noch eine lange Geburt werden, wenn ich diese Fackel endlich treffe. Kommt auch mal eine Plattform wieder, dankeschön. Jawohl, einfach mal ein bisschen länger draufhalten und dann kommt's irgendwann. Ah, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, dann nehmen wir auf diese Plattform und gehen zum Ziel. Und dann hätten wir auch mal wieder viel geschafft in diesem Part, würde ich mal sagen. Joa, kann man so sagen. Naja, wobei, 3 Sterne. Ob das viel oder wenig ist,
Muss jeder selber wissen. Aber auf jeden Fall waren das doch nicht ganz so einfache Sterne. Vor allen Dingen dieser Secret Star, der war nicht so ohne, meiner Meinung nach. Aber gut. So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch im nächsten Part wieder ein von Super Mario Galaxy. Wir gehen ja schon so langsam, was heißt so langsam auf die Zielgerade. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ja, wir haben vielleicht wir haben vielleicht in 3, 4, 5 Parts erstmal die Hälfte wahrscheinlich. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss, euer Jake.